Hallo zusammen, heute geht's um mehr Leistung am Kühlaggregat. Ein Kühlaggregat kann ja nicht kühlen, sondern das kann nur Wärme entziehen. Wenn ich also einen Kühlschrank nehme und die Wärme rausnehme, dann ist es weniger warm und dann ist es für die einen aber auch kühler oder kühl. Das ist wie ein Baggersee. Da muss ich permanent das Wasser rauspumpen, dass ich ein Loch habe oder ein tieferes Niveau der Temperatur. Das ist jetzt zu kompliziert. Aber so ein Kühlaggregat, wie ich es hier habe, das muss permanent die Wärme nach draußen transportieren, dass es im Kühlschrank weniger warm ist. Und je besser das geht, desto weniger Strom braucht das Kühlaggregat. Und wir haben ja die Innentemperatur vom Kühlschrank. Ich habe hier so eine Kühlbox als Beispiel. Da habe ich 5 Grad. Da kann ich dann große Kühlelemente machen und das Kältemittel, was im Kühlsystem läuft, das hat dann vielleicht minus 5 Grad. Ich habe hier so ein Kühlelement. Das kommt dann in die Kühlbox rein. Da arbeiten wir mit minus 15 Grad. Und wenn ich dann so ein Standard-Kühlaggregat nehme, wir haben ja immer 4 Komponenten einem Standard-Kühlaggregat. Wir haben den Kompressor, wir haben den Wärmetauscher auf der warmen Seite und wir haben das Kühlelement auf der kalten Seite und dann noch das Einspritzorgan. Aber wichtig ist die 2 Wärmetauscher. Ich habe in der Kühlbox, im Kühlschrank, so ein Kühlelement und hier den Wärmetauscher. Vom Kühlelement muss ich die Wärme raustransportieren aus dem Kühlschrank und hier an diesem Wärmetauscher wieder abgeben. Das ist jetzt einfach erklärt, also jeder Kältetechniker wird mich dafür aufhängen. Hier habe ich jetzt, wie vorher erwähnt, im Kühlschrank, im Kühlelement eine Temperatur von minus 10 Grad. Außen habe ich eine Temperatur, also mal von plus 30, am Kühler habe ich eine Temperatur von plus 40. Hier am Wärmetauscher. Das heißt, ich muss von minus 10 Grad die Wärme hochtransportieren, hier an diesen Wärmetauscher um 50 Kelvin hochpumpen. Habe ich hier eine schlechte Belüftung, wird es hier vielleicht 60 Grad. Das heißt, ich muss dann von dem minus 10 auf die plus 60 Grad hochpumpen. Das sind 70 Grad Differenz. Wie beim Baggersee vorher, je tiefer das der See ist und je höher rauf, dass ich pumpen muss, desto mehr Energie brauche ich. Oder für die gleiche Energie habe ich dann zu wenig Kühlleistung. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ich stelle das hier irgendwo rein, komplett zugeschlossen, das Ding wird die Wärme nicht abgeben können und dann erstickt der Kühlschrank oder das Kühlaggregat. Also ich muss das belüften. Da gibt es solche Schläuche, die mache ich hier vorne dran und schaue, dass ich hier sauber irgendwo frische Luft herkriegen kann. Im Boot ziehe ich es zum Beispiel unten aus der Bilge, weil die hat in der Regel so Wassertemperatur. Die andere Möglichkeit ist natürlich, ich setze einen Wasserkühler ein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Kielkühler. Ich habe statt ein, das ist ein reiner Wärmetauscher, der besteht aus Kupfer, Nickel, Eisen, dass er salzwasserbeständig ist. Wenn ich also eine Pumpe habe, hier durch den Kühler durchfahre, kann ich auf den Luftkühler verzichten. Und bei dem Kühlaggregat hier
habe ich das gleiche, was da, aber ich habe keinen Luftkühler. Ich habe nur einen Ventilator, der den Kompressor kühlt. Und bei dem Kühlaggregat hier, da habe ich die zwei Kupplungen, das ist gleich wie hier, und den Kompressor ohne Luftkühler. Hier ohne Luftkühler, hier ist der Luftkühler dran mit dem Ventilator. Und hier habe ich keinen Ventilator und hier habe ich einen Ventilator. Der kleine feine Unterschied ist, hier habe ich einen BD35 und hier habe ich einen BD80. Und dieser 80er muss gekühlt werden, aus diesem Grund ist hier ein Ventilator, den Kompressor kühlt. Aber die Wärme wird jetzt nicht an die Luft abgegeben, sondern ich habe hier so einen Kielkühler. Das kann ich beim Boot ein Loch machen in die Wand, unter Wasser, am besten wenn es noch nicht im Wasser ist, das Teil reinschieben, hier anschrauben mit der Gegenplatte, ich habe hier noch eine Gummidichtung, und dann habe ich in diesem Fall jetzt 4 Meter Leitung, die gehen dann hier wieder durch den Filtertrockner, hat es an jedem Kühlaggregat dran, in den Kühler. Das Ding wurde mal patentiert und dann ist eine andere Firma gekommen und hat gesagt, ja, wir haben ja zu viele Löcher im Boot. Löcher hat man nicht gern im Boot drin. Wir machen den Ablaufstutzen. Das ist von Isotherm, gehört heute zu Webasto. Das ist dann Ablaufstutzen. Hier kann ich Spülbecken anschließen, schraube das auch in die Bordwand rein und hier drin, man sieht es vielleicht nicht, hier drin ist ein Wendel und der gibt dann, weil das Teil unter Wasser ist, die Wärme hier drin ab. Mit dem Verschlammen hier unten ist ein anderes Thema, schön warm, da haben auch Muscheln Freude, wenn das Kühlaggregat läuft. Und so haben wir die Wärmeabgabe im Wasser. Auch in der Karibik haben wir selten Wassertemperaturen über 30 Grad. Wenn das Teil direkt im Wasser ist, oder auch das Teil hier, habe ich hier am Wärmetauscher Temperaturen vom Kältemittel von 35 Grad. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Baggersee. Ich habe hier den Kühler. Das ist eine Einbaukühlbox. Gehört zu dem System dazu. Hier habe ich wieder die minus 10 Grad auf dem Kälteelement. Und hier habe ich 35. Also muss ich 45 Grad überbrücken. Das bei sehr hohen Außentemperaturen. Beim Luftgekühlten in der Karibik würde ich dann schon eher Richtung 50, 60 Grad gehen. Differenz, die ich überbrücken muss. Aus diesem Grund gibt es diese Wasserkühler, ob so, als Kielkühler, der an die Bordwand geschraubt wird, oder dass ich das Wasser mit einer Pumpe hier durchpumpe und hier das Kältemittel abkühle. Im Camperbereich oder im Ferienhäuschen, im Schrebergarten, in den Bergen oder in der Alphütte, da habe ich keine Wasserkühlung. Ich habe es mal gebaut, einen Warmwasserboiler, wo ich denn die Abwärme vom Kühlschrank nutzen konnte. Hat sich keiner dafür interessiert. War ein Flop. Aber so kann ich die Wärme im Schrebergarten, muss ich das nicht übers Wasser abführen, sondern einfach hier über die Luft. Und hier eben mit einem Luftschlauch, wenn das ein Ding eingebaut ist, die Wärme hier zuführen. Den kann ich ausziehen, den kann ich biegen. Einfach, dass hier dieser Wärmetauscher gut gekühlt ist, dass die Stromaufnahme sinkt. Wichtig ist, ihr seht überall den Filter. Der ist jetzt hier. Der ist hier.
der ist hier. Und je kälter die Temperatur an diesem Filter ist, weil von hier aus geht das Kältemittel dann in den Kühler. Wenn ich natürlich hier 50-gradiges Kältemittel in den Kühler einspritze, dann muss ich das zuerst selber runterkühlen. Dieser Filter muss gleich oder so kühl wie möglich sein. Hier habe ich vor ein paar Tagen ein Video gemacht über einen Kühlschrank in einem Camper drin, der keine Luft kriegt und durch das enorme Stromverbräuche hat. Zieht euch rein. Hier habe ich ein Video über den Luftschlauch, den hier. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.